War Jesus wirklich tot? Ist Jesus wirklich am Kreuz gestorben? Also da kann ich gerne was zu sagen. Da muss ich immer etwas lächeln, weil es passiert so alle paar Jahrzehnte, dass dann wieder in der Popkultur populärwissenschaftliche Bücher erscheinen, die den Tod Jesu und auch die Auferstehung dann in Frage stellen. Interessanterweise fokussiert man sich in der jüngeren Zeit immer wieder auf den Tod Jesu. Ist er denn wirklich gestorben? Als ob man dann das Problem der Auferstehung auch vom Tisch hätte. Das ist ganz interessant. Also grundsätzlich erstmal, Ihre Feststellung ist vollkommen richtig. Die frühen Berichte, ich denke da zum Beispiel an das Matthäus-Evangelium, die gehen schon davon aus, dass es Gerüchte gab, wie zum Beispiel die Jünger haben den Leichnam gestohlen oder so. Also da geht es ja um die Auferstehung. Deswegen ist das Grab leer. Und das wird dort schon widerlegt. Der Tod Jesu, fangen wir damit erstmal an, ist, glaube ich, wenn man über das gesamte Leben von Jesus von Nazareth denkt, das bestbelegteste Ereignis. Weil wir haben die Info, dass dieser Jesus von Nazareth existiert hat und dass er einen gewaltsamen Tod höchstwahrscheinlich unter einem Pontius Pilatus bekommen hat, haben wir in anderen Quellen. Also ich denke da zum Beispiel an Tacitus, der davon schreibt. Wir haben andere römische Quellen, aber auch vor allen Dingen Flavius Josephus, der uns etwas von diesem Jesus von Nazareth berichtet. Und diese Leute haben überhaupt kein Interesse, also kein christliches Interesse an diesem Jesus von Nazareth. Das heißt, wir nennen das außerbiblische Quellen, die uns etwas über diesen Jesus von Nazareth als historische Person sagen. Und damit muss man fairerweise sagen, sind wir in der reinen Geschichtswissenschaft eigentlich sehr gut aufgestellt, was historische Belege für diese Person gibt. Ich darf das mal immer sagen, das sage ich bei meinen Studis immer, jeder oder einige Personen mögen das Leben Jesu in Frage stellen, ob der überhaupt existiert hat, aber niemand stellt in Frage, dass es Alexander den Großen gegeben hat. Aber die Quellen, die wir heute von Alexander den Großen haben, sind hunderte von Jahren später, das ist Plutarch. Ne? Und die Quellen über Jesus von Nazareth sind eigentlich mitunter zeitgenössisch und kurz danach entstanden im Vergleich. Also das ist Quatsch. Also dass dieser Jesus von Nazareth da keinen gewaltsamen Tod erlitten hat. Interessant ist die Frage, warum, da können wir nachher nochmal drauf eingehen. Dann ist die Frage, ist er denn wirklich in diesem Prozess der Kreuzigung gestorben? Das ist ein Thema, was häufig schon mal aufkommt. Man muss dazu sagen, Kreuzigung war die Tötungsart der Römer, die wirklich nur im schlimmsten Falle anwendbar war. Also römische Bürger wurden eigentlich nicht gekreuzigt. Es war etwas für entlaufene Sklaven. Ich denke da zum Beispiel an den Sklavenaufstand von Spartacus. Die wurden gekreuzigt. Also es war aus römischer Sicht das Schlimmste, was sie erleiden konnten. Es gab andere Tötungsarten ansonsten. So, und es war ein qualvoller Prozess. Es ist höchst unwahrscheinlich, dass ein Mensch den überleben konnte. Und es wurde auch eine Praxis angewandt am Ende, nämlich um diesen Prozess zu beschleunigen, brach man den Gefangenen, die dort qualvoll am Kreuz hingen, auch die Beine. Das ist etwas, was uns auch in den Quellen, in den Evangelienquellen überliefert ist. Und ich bin kein Mediziner, wir haben eine Medizinerin hier, aber ich kann mir in keinster Weise vorstellen, dass Jesus von Nazareth das überlebt haben soll. Zusätzlich muss man sagen, es gibt dann auch noch Thesen, dass er zum Schein dann dort gelitten habe. Das sind Thesen, die findet man dann vermischt mit diesen Ideen. Er hat das irgendwie überlebt. Das ist aber auch etwas, was aus der Antike kommt. Das sind dann Ideen, dieser Jesus war nie wirklich Mensch, war immer schon Gott und hat dann auch am Kreuz nur zum Schein gelitten. Ja, wir nennen das Doketismus. Das war so eine frühe Häresie, die es gab. Und dann vermischt sich in der Popkultur eigentlich alles miteinander. Man nimmt aus jedem so ein bisschen und erklärt dann, dass dieser Jesus von Nazareth nie gestorben ist. Für mich ist das eher so ein Taschenspielertrick, denn dann hat man das Problem der Auferstehung auch nicht. Dann braucht man das gar nicht erst erklären, weil so kann man dann erklären, dass er danach gesehen wurde. Ja, also ich halte davon nichts und die Quellen, die wir haben, geben das eigentlich aus redlicher Sicht wissenschaftlich nicht her.